Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aquarinas. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht seid ihr aber auch zum ersten Mal mit dabei und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. I've been watching you from a distance as I turn out all the lights. All I want from you is to listen and remember the good times. If you think of all that we leave out, is that weird you're feeling blue? I know nothing ever turned out as you wanted to. But every time I feel it, every time I breathe, every time I close my eyes, it's coming. Leute, ich habe mich auf jeden Fall richtig gefreut, dass so viele was eingeschickt haben. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Am Anfang ging es auch ein bisschen schleppend so. Aber ja, jetzt zum Ende hin kam dann doch noch ein bisschen was. Und das ermöglicht uns dieses Projekt. Und Leute, wenn euch das gefällt und ihr Bock habt, dass vielleicht sogar ein Format draus wird, dann müsst ihr quasi mit mir zusammenarbeiten und mir dann auch eure Bilder schicken. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Es haben tatsächlich viel mehr Frauen mitgemacht als Männer. Ich habe schon auf Instagram gesagt, ob die Männer irgendwie alle mit Lichterketten aufhängen, beschäftigen sind oder so. Oder ihre Plätzchen essen und da so gar keinen Bock drauf haben. Naja, so, wir starten. Daten auf jeden Fall. Ich mache das jetzt einfach nach der Reihe, wie die Mails reingekommen sind. Und zwar hat uns der liebe Wolfgang ein Bild von seinem 240-Liter-Aquarium geschickt, wo Neons und Schwerträger und Garnelen drin leben. Das finde ich eine interessante Kombination, vor allem Schwerträger und Garnelen. Klappt das denn? Also, ich hatte damals auch mal Schwerträger und da, naja, haben die Garnelen nicht so lange gelebt, ehrlich gesagt. Aber gut, wenn es große Garnelen sind, vielleicht, ich weiß es nicht, ist auch schon ein bisschen was her. Ich finde, das Aquarium sieht sehr, sehr interessant aus. Ich musste auch lange drauf schauen, wenn ich ehrlich bin, denn im Hintergrund, ich habe es irgendwie nicht gecheckt am Anfang. Ich so, sind das Steine? Aber irgendwie sehen diese Pflanzen um die Steine herum so anders aus als alles andere. Bis ich dann gecheckt habe, dass es eine Rückwandfolie ist. Also ich hoffe doch. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht täusche. Und das, ja. Solch eine Rückwandfolie habe ich auch noch nie gesehen. Also finde ich sehr, sehr interessant. Auch noch interessant fand, war diese kleine Vase rechts, Leute. Also ich meine, ich kenne diese Vasen, aber diese Art von Vase noch nicht. Vielleicht mag uns der liebe Wolfgang da mal aufklären, wo man die denn kaufen kann. Würde mich jetzt schon interessieren, denn die finde ich ganz cool. Also bei so einem Aquarium, bin ich ganz ehrlich, wäre ich einfach überfordert. Was die Gestaltung an, wäre ich überfordert. Würde ich mir denken, oh, das ist ein schönes, großes Aquarium. Aber einrichten kann das jetzt mal jemand anderes für mich. Finde ich das ganz hübsch eingerichtet. Und ja, ist ja auch recht groß. Ich finde, für die Größe sieht es schon fast ein bisschen unterbesetzt aus, hätte ich jetzt gesagt. Also so allzu viele Fische kann man jetzt hier nicht erkennen. Aber ja, finde ich ganz nett. Und wir hätten gerne gewusst, Wolfgang, wo du diese Vase da oben rechts her hast. Also ich möchte das auf jeden Fall gerne wissen. Naja gut, wir gehen mal ins nächste Aquarium rein. Oder in die nächste Mail eher. Die kam von der lieben Sabrina. Die ist jetzt auch, glaube ich, neu auf dem Kanal mit dabei, so wie ich das verstanden habe. Also jetzt nicht seit gestern, aber noch relativ frisch, ja. Und sie hat, also ich weiß jetzt halt nicht, ob ich den Text, den werde ich jetzt nicht vorlesen, der ist auch sehr persönlich und so. Das ist auf jeden Fall ein technikfreies Aquarium, beziehungsweise hier ist mittlerweile eine Lampe dazu gekommen. Aber kein Filter auf jeden Fall. Hier wohnen Posthornschnecken drin, Blasenschnecken und Neocaridina Garnelen in Gelb und Orange und Orange Reli. Da würde mich auch mal interessieren, liebe Sabrina, was denn im Nachwuchs rauskommt. Und es ist für sie... sag ich nicht, ob ich das sagen darf. Leute, wenn ihr mir so Texte schreibt, müsst ihr dazu schreiben, ob ich darüber reden darf oder nicht. Es ist auf jeden Fall eine emotionale Unterstützung für sie. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr süß eingerichtet. Wir haben auch hier so Garnelenröhrchen und Moos. Im Hintergrund ist es für mich jetzt schwierig zu erkennen, was da so ist. Ja, ich würde sagen, es ist so ein typisches Garnelen-Aquarium, oder? Also, so sahen zum Beispiel auch früher meine Zucht-Aquarien aus. Ja, ich habe
Viele fahren ihre Zuchtaquarien ja mit, ich sag mal, einem kleinen Stückchen Moos. Da war ich halt noch nie Freund von. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr süß eingerichtet. Und ich glaube, wie ich jetzt so verstanden habe, ist das auch ihr erstes Aquarium. Da finde ich, es sind sehr, sehr viele Pflanzen, weil ich kenne das oft so, Menschen, die ihr erstes Aquarium einrichten, haben vergleichsweise sehr wenig Pflanzen im Aquarium, also oft wirklich nur so eine. Da finde ich, hat sie sich auf jeden Fall sehr, sehr viele Gedanken gemacht und ich glaube, dass die Garnelen sich da auch sehr, sehr wohl fühlen. Ja, sieht definitiv danach aus. Dieses, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist es irgendwas Buddha-mäßiges, dieses Ding da? Dieses Gesicht? Also ich finde, da gibt es ja teilweise auch sehr, sehr schöne Sachen an diesen Deko-Elementen. Ich habe mich immer, ehrlich gesagt, nie so richtig rangetraut, weil man ja auch viel Negatives darüber hört. Aber man kann damit echt schöne Akzente im Aquarium setzen. Vielen, vielen Dank, Sabrina, für dein Bild. Und ich denke, du solltest hier noch ein zweites Aquarium aufstellen. Ja. Mit, weiß ich nicht, mit Karetina-Garnelen zum Beispiel. Das wäre der nächste Herausforderungsschritt. Okay, Leute, wir gehen in die nächste Mail rein. Von, jetzt muss ich den Namen suchen, oder ist viel geschrieben? Oh, Leute, was ihr euch für eine Mühe gemacht habt, finde ich ganz, ganz toll. Ankerscapes. So. Oh, da erwartet uns jetzt Interessantes. Es sind, glaube ich, mehrere Aquarien. Moment. Ich habe die Mail noch nicht gelesen. Ich bin schlecht vorbereitet. Ihr erstes Aquarium mit 11 bekommen. Also ist sie in der Aquaristik schon seit 35 Jahren. Und sie hat sich immer mehr in den Bereich Aquascaping, Naturaquarien eingearbeitet. Da weiß ich jetzt auch wieder nicht, ob ich das vorlesen darf. Ich lasse es. Was ich immer wieder raushöre und was ich auch sehr so nachempfinden kann, ist, dass Aquarien oft eine Beschäftigungstherapie sind, eine Art und Weise, um schlechte Gefühle, schlechte Gedanken irgendwie abzuschalten. Ich glaube, dass es da sehr, sehr vielen ähnlich so geht. Ja, höre ich immer wieder raus. Okay, Leute, so, weiter geht's. Juwel Trigon 190 Liter, mein Pflanzenbecken. Besatz, Mosaikfadenfische, Erdbeerbärblinge, Boraras, Nevus. Na ja, Leute, jetzt kommt hier mit dem lateinischen Namen, bin ich ja überhaupt nicht für geeignet. Pseudomugil, Pascal, Schmetterlingsbuntbarsch, Rote Neocaridina. Okay, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig schön zugewuchertes Aquarium. Das ist so voll mein Ding. Also das ist so eine Art Aquarium, da kann man auch so lange vorsitzen und man sieht ständig irgendwas Neues. So, wisst ihr, weil das halt so zugewuchert ist und es ist alles nicht so direkt ersichtlich. Man muss sich lange damit beschäftigen, damit man das Ganze auch so richtig kennenlernen kann. Und da ist doch tatsächlich, ist das die Sao Paulo? Sag mal, Anke. Sao Paulo, ist das die? Die bei mir so schäbelig wächst. Die sollte eigentlich genau so aussehen. Vorne rechts im Vordergrund. Richtig, richtig schön. Ja, ist ein sehr schönes Aquarium. So, jetzt, ich denke von der Zeit her, Leute, muss ich mich tatsächlich ein bisschen beeilen, weil es sind noch ein paar. Okay, passt auf. Nächstes Objekt der Begierde. Okay, ich lese euch vor, um was es hier geht. 60 cm Becken, 80 Liter. Das Lotusbecken, Besatz, Panda-Wälze, Perlhuhn-Bärblinge, Honig-Goramis, orangefarbene Neocaridina. Leute, an dieser Stelle, es gibt einen seltenen Lotus. Moment, der geflammte Lotus. Ein ganz, ganz seltener Lotus, den man nicht oft bekommt und meistens nur vom Privat. Leute, wenn den jemand hat, schreibt mir doch bitte eine Mail. Also falls ihr Ableger habt, sonst ist es auch interessant. Aber schreibt mir doch einfach. Ich suche diese Pflanze schon seit langem. Das ist auch ein sehr interessantes Aquarium. Auch so vom Hintergrund mit dieser Folie, das habe ich jetzt schon öfter gesehen, finde ich, sieht richtig gut aus. Wenn es so nach oben hin so bläulich wird, gefällt mir richtig gut, ja. Und es ist auch mal was ganz anderes so. Also ein Lotus-Aquarium, ich brauche sowas auch. Wir kommen zum Aquarium Nummer 3. Das ist der Daenerys Gaper's Tank 35 Liter, mein Paludarium. Besatz 1 Better Splendens Half Moon, 6 Buraras. Brigitte, sorry Leute für die Ausdrucksweise. Pearl White Neocaridina. Das sieht richtig geil aus. Was
ist denn das? Also da muss ich erst mal drauf klarkommen. Oh, Leute, ganz ehrlich, kann mir das jemand bauen einfach? Genau so hätte ich das gerne so auf meinem Aquarium drauf. Ich finde das immer so faszinierend, wenn ich das bei anderen sehe, wie die dann über dem Aquarium noch so, so eine Landschaft einfach da, das sieht es noch mal mehr nach Natur aus und richtig, richtig schön gemacht. Auch mit der Hintergrundfolie. Anke, vielleicht magst du uns mal verraten, ob man das so kaufen kann oder ob du das irgendwie, ob du da irgendwas gemacht hast, angemalt oder? Das ist auch wieder so ein Aquarium, wo man sehr viel, sehr lange reinschauen kann und immer wieder irgendwie was Neues entdeckt. So. Ja, fällt mir richtig gut. Mega. Sehr, 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 sehr schön. So, und deinem Wetter gefällt es bestimmt auch sehr gut. Oh, wenn ich sowas sehe, ne? Ich habe nicht genug Platz, definitiv. Ich muss mehr Platz haben für Aquarien. Vielleicht tue ich einfach die Couch raus. Anstatt Couch einfach nur so ein Sessel. Schau mich herum, so eine Aquariengalerie oder so. Das ist ein Dänerle 60 Liter Cube, das Hardscape Becken. Besatz: Zwergpanzerwälze, Dario Black Tiger, Beta Placard, Endlerguppi Männchen, dunkelblauer Neocaridina. Also, das ist auch wieder so schön zugewuchert und auch mit dem ganzen Hardscape. Es sieht jetzt für mich danach aus, als wäre es ein sehr großer Stein, wo sie eine Wurzel wahrscheinlich draufgeklebt hat und drumherum viele verschiedene Pflanzen gesetzt hat. Ja, auf jeden Fall Anubien hier drauf. Und ich glaube, Java-Farn, wenn ich es richtig erkenne. Und links ist es jetzt, ist es die Pinnatifida oder ist es irgendwie was anderes? Oben links. Leute, was sagt ihr? Ist für mich schwer erkenntlich. Ist auf jeden Fall wunderschön. Sieht mir fast nach einer Stängelpflanze aus. Würde ich mir auch so, wie es ist, einfach hier in meine Sammlung stellen. Ja. Okay, vielen lieben Dank, Anke von Anke Scapes. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Galerie. Ludarum, das ist einfach Hammer. Also ich weiß, wie schafft man das denn? Bei mir würde sowas einfach schimmeln. Das würde schimmeln, das würde vergammeln, das würde einfach scheiße aussehen. Das nächste Aquarium kommt von der lieben Rebecca. Aquarium Nummer 1 ist ein 180 Liter Becken von Juwel, 5 Panzerwälze mit inzwischen 4 Jungen, 5 Corydoras similis von anderen Becken, verstehen sich super mit den Pandas. 5 Zwergpanzerwälze, 11 Erdbeersalmler, temporär 3 Guppi-Männer, da ich eine schnelle Lösung für die Guppi-Explosion im anderen Becken finden musste. 5 Amano-Garnelen und 3 Rennschnecken. Noch geschrieben, die Rückwand hält nicht so richtig. Ah, deshalb. Ich habe nämlich so geschaut, ich so, hä, was ist denn da so weiß mit so Flecken? Ich habe halt gedacht, das wäre so ein geiler Stein. Ich habe mich schon gefragt, wo kriegt man denn so geile Steine? Aber gut, ja. Gut, wissen wir Bescheid. Sie hatte geschrieben, die Rückwandfolie hält nicht richtig oder Rückwand irgendwie so. Sehr, sehr schönes Aquarium. Auch so der Aufbau des Ganzen gefällt mir sehr gut, dass man sich mehr auf rechts fokussiert hat und auch so mit den Steinen. Ach Leute, sowas könnte ich halt. So da, genau das kann ich halt nicht so mit dieser Steinanordnung und so. Auf jeden Fall sehr, sehr schön gelöst. Also sieht auch halt aus, wie wenn man ne, einfach so ein Stück Natur, sag ich mal, zu Hause im Aquarium hat. Ich finde der Lotus, das ist ja so ein absoluter Blickfang. Ich finde auch der Pass zur Rückwand richtig, richtig gut von der Farbe her. Und finde ich cool, dass man hier quasi so eine rötliche Pflanze hat und alles andere eher im Grünton gehalten ist. Wir wechseln zu ihrem zweiten Aquarium. Ich lese euch vor, was es ist. 120 Liter Becken von Juwel. Hier wohnen viele Guppies, 5 Amanos und 3 Geweih-Schnecklis. So ein süßes Wort, Schnecklis. An Pflanzen sind es verschiedene Kryptokorynen, eine Echinodorus, Bucephalandra, Schismatoglottis, Pritoi. Und eine, oh Gott, Leute, der hier kommt. Aponogeton boivinianus. Ja, die Schismatoglottis, die wollte ich auch immer mal testen. Aber dann irgendwie, weiß ich, dann war der Warenkorb schon bei gefühlt 800 Euro und da habe ich mir gedacht, na komm, schmeiß die wieder raus. Und deshalb haben wir uns noch nie kennengelernt. Das war quasi immer so ein Produkt, um die Kosten des Warenkorbs niedriger zu machen.
auch sehr, sehr schön. Ich finde, die Farben von den Pflanzen passen sehr gut zusammen. Sind alle in so einem grün-braun-Ton gehalten. Also passt sehr, sehr gut zusammen. Und die Steine, Leute, die Steine, die kenne ich noch nicht. Was ist das? Das ist jetzt neu für mich hier. Leute, ich hoffe, ihr seid nicht irritiert, dass ich die ganze Zeit runterschaue, aber es ist sonst auch irgendwie... Ich könnte den Laptop vielleicht noch so, aber dann würde auch nicht so viel bringen, glaube ich. Ja, die Steine, habe ich die denn schon mal gesehen? Irgendwie nicht. Also die kommen mir sehr unbekannt vor. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, wie das so gelöst ist mit, dass so quasi unter dieser Verwurzelung der Wurzel so ein kleines Häuschen oder ich sag mal Höhle steht. Finde ich, sieht total süß aus. Und ich finde, also besonders jetzt hier bei den beiden Aquarien finde ich, also würde man alle Bilder jetzt zusammenwerfen und man müsste zuordnen, welches Bild zu wem gehört, finde ich, könnte man diese beiden Bilder, die haben, also der Inhalt des Aquariums, der ist nicht gleich, aber irgendwie hat er so eine Verbindung. Wisst ihr, wie ich meine? Also die Pflanzen von der Farbe und so von der Auswahl her und so, irgendwie, da ist so eine Verbindung. Das ist zum Beispiel, ja, wenn man jetzt, ich sag mal, die Rebecca kennen würde, ja, da würde man so sagen, ah ja, das ist bestimmt ein Aquarium von der Rebecca. Das sieht nach Rebecca aus. Okay, vielen Dank, Rebecca, dass du deine zwei Aquarien uns gezeigt hast. Ich freue mich so sehr, dass die liebe Jess uns auch ein Bild geschickt hat. Wir kennen uns über Instagram und wir haben uns auch auf der Aqua-Expo ein bisschen näher kennenlernen können. Ja, also auch mal so von Gesicht zu Gesicht. Ja, und ich freue mich sehr, dass du uns auch dein Aquarium geschickt hast. So, sie hat ein Juwel Rio 180 Liter. Besatz sind Platydarm. Das finde ich auch sehr interessant, dass sie nur Platydarm hat. Corydoras, zwei Antennen, Wels, Weibchen, Normans, Leuchtaugenfische, die kenne ich, habe ich auch schon öfters gesehen. Black Rose Garnelen und ein paar Possumblasen, Turmdeckelschnecken. Das Bild ist vom Rückschnitt. Ist vorm Rückschnitt entstanden und zeigt die volle Pracht des Urwaldes. Und ja, Jess, du hast recht, es ist schon ein gewisser Urwald zu erkennen. Ja, Moment, Leute, wir haben auf jeden Fall zwei Bilder geschickt bekommen. Ach, das ist dann, glaube ich, die andere Seite, oder? Leute, ich muss jetzt erstmal selber verstehen. Ich glaube, das erste Bild ist von vorne und die andere Seite, oder ist das von vorne? Oder gibt es kein vorne und kann ich hinten? Kann ja auch sein. So wie bei mir bei dem großen. Ist auf jeden Fall richtig gut gelöst. Also wenn man von beiden Seiten reinschaut oder quasi von allen Seiten, finde ich, ist es richtig gut gelöst. Ja, also würde ich halt nicht so hinkriegen, bin ich ehrlich. Man sieht hier auch so ein ganz klein bisschen, sie hat wunderschöne, habe ich letztens noch gesehen, wunderschöne blaue Platys. Ja, richtig, richtig schöne Fische. Also, und es scheint irgendwie so ein Damenaquarium zu sein. Ja, das finde ich gut, Jess, dass du dem Ganzen auch noch ein Statement verpasst. Sie hat definitiv ein Talent dafür, mit den Stängelpflanzen umzugehen. Ja, da muss man schon immer viel Arbeit reinstecken, dass die dann auch so schön bleiben. Liebe Jess, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich habe mich echt gefreut. Lieben, falls ihr das jetzt hier seht, ist es so, dass ich das Video splitten muss. Ja, das ist jetzt quasi eine Aufnahme für den Fall der Fälle. Es ist doch zu viel für ein Video gewesen an Aquarien und Besprechung der Aquarien. Deshalb, falls ihr das seht, dann habe ich zwei Teile draus gemacht. Wie gesagt, im nächsten Mittwochsvideo, ich überlege gerade, ja doch, im nächsten Mittwochsvideo machen wir dann einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Und nichtsdestotrotz schickt mir aber gerne weiterhin, wenn ihr das jetzt hier gesehen habt und euch das gefallen hat, das Format, und ihr auch Lust habt mitzumachen, gerne eure Aquarienbilder. Ja, es ist egal, ob es ein Aquarium ist oder ob ihr eine Zuchtanlage habt, die ihr abfotografiert. Ganz egal, wir sind offen für alles. Schickt mir das gerne meine E-Mail-Adresse und dann seid ihr beim nächsten Mal vielleicht schon mit dabei. Und an dieser Stelle werde ich mich jetzt verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Mir hat es definitiv richtig viel Spaß gemacht. Das ist mal was ganz anderes für mich. Würden wir uns demnach im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right?
Listen to me as I say, slowly.